Hi Leute, da bin ich mal wieder. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir ein Diskettenlaufwerk. Was habe ich jetzt vor? Da liegen Kabel, da liegen Disketten. Ich habe hier ein Radio liegen. Hä? Was wird das? Ja, was ganz Lustiges. Habe ich. Es war nicht von mir die Idee, aber es ist eine richtig geile Idee. So, was brauchen wir? Ja, wir brauchen ein Diskettenlaufwerk. Da habe ich jetzt nur die Verkleidung abgemacht. Hier hinten ist auch nichts. Ich habe hier noch von dem Schreiblesekopf die zwei, ja, Flachbandkabel abgemacht. So. Ja, was habe ich gemacht an dem Laufwerk? Aber erstmal zeige ich euch, ich habe an dem Laufwerk habe ich hinten Pins überbrückt. Ja, mal gucken, ob die Kamera das schafft. Ja, da ja. Kann man sehen. Hier sind Pins überbrückt. In dem Fall ist es Pin 12 auf Pin 16. Pin 16 ist auf Masse gebrückt und Pin 18 ist mit Pin 16 verbunden. Oh, was hat das auf sich? Na ja, gut. Wir wollen mal anfangen. Ah. Ich hoffe, dass ich das mit einer Hand jetzt hier hinkriege. Auf dem Stativ wird da leider nichts. So, habe ich mir hier 5 Volt gebastelt. Braucht nur 5 Volt, keine 12 Volt. Stecken wir rein, nichts passiert. Muss man anders machen. Machen wir eine Diskette. Ja, ich wusste nicht, mit einer Hand wird das nichts. Ich packe euch mal aufs Stativ. Reinkriegen. So. Ach so, man kann schon erkennen. Ups. Hier vorne leuchtet die LED. Nicht wundern. So, von hinten kann man nicht sehen, dass da ein Motor ist. So. Kann man auch nichts sehen. Man hört auch nichts. Aber die Diskette dreht sich jetzt. Der Motor ist jetzt an und er dreht jetzt die ganze Zeit. So. Brauchen wir ein Kabel. So, dann haben wir hier hinten die Pins. Mal gucken, ob ich das euch zeigen kann. Ups. Hier die Pins. Hier vorne wäre Pin 1. Und da irgendwo 34 oder 36, keine Ahnung. Dann gehe ich auf Pin 2, 4, 6, auf Pin 8. Doll. Mit einer dünneren, so auf die 8. Muss ich mal selber gucken. Der müsste das sein. Man hört schon, es klackert. Man sieht, wie der Lesekopf nach vorne wandert. Warum diese zwei Pins? Da müsste ich jetzt noch mal das Datenblatt von der Pinbelegung raussuchen. Aber ich meine, das eine wäre der Step-Pin und das andere wäre der Init-Pin oder sowas. Klappt das wieder nicht. Ich habe das schon mal gebaut vorhin. Da hatte ich das Diskettenlaufwerk genommen. Man sieht hier, ich habe ja auch schon Kabel dran. Alles, das haut aber nicht so hin mit dem, was ich noch vorhabe. Hier habe ich einen Taster dran. Mit dem konnte ich dann, wenn ich den gedrückt habe, lief der Lesekopf nach vorne. Also der hier, nicht der. Und ja, aber das haute nicht hin. Deswegen habe ich das genommen.
Bloß ich habe hier jetzt keinen Kleber mehr, um den Taster ranzukriegen. Aber ich habe es ausprobiert, es ging auch so. Mal gucken, ob wir den Pin finden. Der Pin. Wir sollen eigentlich 2, 4, 6, 8 von alleine loslaufen. Auch vorhin so schön gemacht, also wie der Vorführeffekt ist. Ist ja mal typisch. Ich weiß das jetzt gar nicht. Irgendwie hatte ich das gehabt. Ja, doch, da waren es beide. So. Mache ich mit der Hand mal einmal zurück. Kann man das sehen, wie er da so läuft. Und jetzt die Frage, warum habe ich das abgemacht? Wozu brauche ich das Radio vor allen Dingen? Du kannst es ja eigentlich denken. Eine Audioquelle brauche ich auch. Das ist in dem Falle mein PC. Da habe ich jetzt die zwei Stecker. Auf der anderen Seite ist Klinkenbuchse. Mal gucken. Ja, gut. So. Da brauche ich dann wieder ein Kabel. Und dann ist das hier. Ich gucke mal, ob ich das euch rangezoomt kriege. Gucken. Nee, so rum. Das ist alles, ja. Aber man kann es erkennen. Und zwar brauchen wir den ersten Pin und hinten die zwei. Der letzte ist irgendwie fürs Gehäuse. Das geht hier auf den... Mal gucken. Ja, ist ja gut. Da drinne auf dieses Metall. Ich nehme auch den obersten Kopf, nicht den untersten, weil beim untersten, sage ich schon mal so, es brummt. Das ist ein scheiß Nebeneffekt. So, wieder kleiner. So. Und klemmen wir mal ein Kabel hier an. Das ist der erste Pin. Geht dann auf den Audio Plus. Kann man es immer so hin, dass wir den Platz haben. Ach, das Kabel will nicht, das ist doof. Dann wird das. Bisschen fester. Audio Plus. Und Audio Minus. Wie gesagt, jetzt hinten die beiden Klemmen oder die beiden Pins. So. Wie denn auf die Minus von der Audioquelle? Schluss machen. So. Ich mache mal das Radio an. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So, ein bisschen loser machen. So.
verkehrt. Das ist ja die Audioquelle. Brauche ich auch noch was fürs Radio. So, und beim Radio habe ich ein Kabel. Machen wir mal so, dass wir das wieder hier vorne haben. Fürs Radio habe ich ein Kabel. Das habe ich intern angelötet beim Kassettendeck, wo der Tonkopf, das Kabel vom Tonkopf hingeht. Das habe ich da angelötet, weil am Tonkopf kam ich nicht ran. Geht auch jedes andere Ding, ob es ein anderes Radio ist oder ein andere Audio-Wiedergabegerät. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich hatte jetzt das ging gut. So. Brauchen wir ja noch. Das ist hier einmal. Gucken. Links und rechts oder rechts und links, je nachdem. Und die Schirmung. Das Kabel hat keine Schirmung, aber soll die Schirmung darstellen. So, die Schirmung. Die machen wir dann hier bei der Audioquelle. So, konnte ich ja gar nicht sehen. Habe ich jetzt hier einfach nur rangeklemmt. Auf den Minus. Und die beiden linken und rechten auch zusammen an eine Klemme, minimiert ein bisschen die Störgeräusche, die Klemme will auch nicht, ach das ist das für das da hinten, ne? Und einen anderen. Das ist jetzt der, in dem Sinne Monokanal jetzt. Dann gehen wir dann auf den Plus. Die ist hier. Die Plus Audio. Ja, haben wir noch zusammen. So. Jetzt mache ich nochmal Play. Man hört es rauschen. Hört man nichts von der Diskette. Ich habe noch eine Diskette, da ist, glaub ich, sind glaube ich noch Daten drauf. Oder auch nicht. Ah, ja, ich habe aber noch eine Audioquelle dran, die stört. Jetzt hört man das auch, wie das dreht. Da sind irgendwie ein bisschen Daten drauf. So, ich versuche das mal mit diesem Track. Wieso? Ja, bin ich von abgekommen wegen Pin 8, dieser Init-Pin. Das ist am Motor gibt es einen kleinen Magneten. Der gibt dem Laufwerk immer Bescheid, wenn eine Umdrehung vollzogen ist. Und das nutze ich jetzt aus, um den Kopf immer nach jeder Umdrehung ein Stück weiterlaufen zu lassen. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte. Hört man noch irgendwas? Und dann ist vorbei. So. Das brauche ich jetzt nicht. Dann schließe ich die Audioquelle wieder an. In dem Fall den PC. Ich muss das Kabel an den Pin ran. Denn starte ich mein Lied. Gut. Ich muss noch loslaufen. So, starten.
Würfeleffekt, das kann ich wieder nicht. Jetzt geht's wieder. Ja. Fertig ist. Ist er hinten angekommen, höre ich auch auf, brauche ich kein Lied mehr weiter spielen. So, mache ich die Audioquelle wieder ab. Kommt nach hinten. Hört man schon, jetzt hört sich das schon wieder ganz anders an. So, das ist jetzt das Ende. Jetzt hört man, wie er immer nur der Bruchteil einer Sekunde aufgenommen hat. Das sind insgesamt ungefähr 15 Sekunden, die er aufnehmen kann. Also diese Spielerei, die hat mich so fasziniert. Ich bin davon nicht weggekommen. Ich hab so viel Spaß damit. Machen wir nochmal. Kann man das richtig hören? Wer das Lied erkannt hat, kann es mir ja gerne sagen. Ich weiß nicht mehr, was es ist, aber wer es erkannt hat, kann es ja gerne mal unter die Beschreibung reinschreiben. Richtig nette Spielerei. Achso, um die Diskette zu löschen, das kann ich jetzt auch nochmal machen. Da brauche ich eigentlich nur Plus und Minus. So, den machen wir auf Minus. Die Minusleitung. Ich hoffe, man kann es jetzt gleich erkennen. So, ist der Minus. Der ist hier hinten überbrückt, deswegen brauche ich da nicht direkt rangehen. Das ist der Plus. So. Machen wir mal mein Kabel. Hier hinten an die Pins ran. Müsste Pin. Pin 20 sein, den ihr dann mit Klemme, wo ist die denn jetzt? Da. Pin 20 mit Pin 8. Das ist beim Diskettenlaufwerk meist die obere Reihe und unten, die ist in dem Sinne alles auf Masse geschalten. Den habe ich ja schon an Masse dran. Den schwarzen hier. Jetzt mache ich noch den Plus ran. Komm, fange wieder von vorne an. Und jetzt lösche ich die Diskette. Zwar nicht optimal, aber besser geht's. Besser geht's nicht. Ich habe mal 3-4 Mal übereinander gespielt, die Musik. Man hört es nachher. Das Lauteste ist am lautesten und das Leiseste kommt noch so irgendwo mit zwischendurch. Und ich gehe meist so 2-3 Mal rüber über die Diskette. Dann ist sie auch wirklich leer. Ich
habe hier ja noch die drei Stück, die sind auch gelöscht. Also ich will das Video jetzt nicht unbedingt in die Länge ziehen. So, jetzt ist sie gelöscht. So, gehen wir nochmal an den Massepin vom Radio Masse. Und den Links-Rechts-Kanal, hier sage ich immer Plus zu, ist egal. Dann hören wir noch Pin 1, Track 1 und dann ist Ruhe. Weil den ersten Track hat er nicht richtig gelöscht jetzt. Kriegt man auch manuell noch hin, wenn man den manuell festhält, dann löscht er den auch noch. Wie man hört, hört man nichts, das Ding ist wirklich tot. Ja, ja. Naja, gut. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nachbasteln. Vielleicht hat ja noch einer eine Idee, wie man das besser hinkriegt. Ich muss hier mit sehr, sehr lautem Audio rein, damit er das überhaupt draufschreibt und ich wieder abspielen kann. Könnt ihr mal euer Feedback zugeben. Das war's dann von mir. Ja, ich nochmal. Jetzt habe ich schon abgebaut. Ein kleiner Nachtrag für diejenigen, die fragen, Schaltplan. Da gibt's keinen. Das sind eigentlich nur die Pins überbrücken und das Audiosignal reinlegen und schon könnt ihr analog ungefähr 15 Sekunden lang Audio aufnehmen. So, jetzt ist aber Ende, wirklich Ende.